dass sie haben die ganze Zeit meine Vorhaben, ich möchte mal wissen, was da ist. Ich kam ja die ganze Zeit nicht weiter, im Zweifel. Achso, es ist eh erstmal Abend. Na schön. Es ist eh nochmal Bettzeit, hier kommen wir ja nicht mehr weit sonst. Ja, da muss ich jetzt aussteigen, erstmal Papagei dann wieder weg. Ja, wie gesagt, ich fahre eh noch ein Stück nach links, du kannst ja auch nach Hause dann fahren. Ich liege. Okay, ging schon. Boah, ich sitze noch im Boot. Gut, gut. Dein Bett wurde blockiert oder zerstört. Kumpel hat Rang. Hä? Ja, das war. Okay, dann fahre ich schon mal heim. Ich wollte. Ja, ja. Ich fahre noch ein Stück in die andere Richtung weiter, ich endlich mal da ein Ergebnis vorweisen kann. Und das ist da in der Richtung, was da noch kommt. Ich wollte mal wissen, wie groß der Dschungel ist. Zumindest. Das wäre mir schon mal ein Pläsier. Weil ich weiß das nicht mehr. Ich wusste nur, damals, als ich ja geguckt habe, wusste ich nur, dass hier ein Meer ist, ein ziemlich großes. Hab gesagt, okay, da fahren wir nicht hin. Das war auch alles. Deshalb, weil ich habe keine Ahnung, was hier so kommt. Ich wusste auch nicht, dass hier ein Dschungel kommen würde. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Also alle Biome merken geht nicht. So mehr merken über ein paar Monate, das geht, aber mehr nicht. Und ich will mich ja auch gar nicht spoilern. Das ist ja auch blöd. Man macht sich das Spiel ja auch kaputt. Der Piccolo, der sucht ja schon so lange einen Mesa-Biom tatsächlich. Ich weiß was nicht, wie lange das ich suche. Genau? Aber jedenfalls, das ist dieses Wildwest, ach so, nenne ich jetzt mal. Das ist aber natürlich fürs Bauen wichtig, weil du da eben Terrakotta bekommst. Ja. Das soll ja auch bald aufgehübscht werden. Da hinten steht die Werkbank. Werden. Ja, ja, eins nach dem anderen. Jetzt kommt ja erstmal, glaube ich, Tiger. Ne? Und ist das da zu Ende? Naja, ich fahre nochmal weiter. Jedenfalls, was wollte ich sagen und nicht lügen? Habe ich jetzt vergessen. Wo war ich denn gerade am Erzählen? Achso, der Piccolo, der sucht so lange schon einen Tiger. Nee, ein Mesa-Biom. Und dann habe ich dann mir von ihm einen Seed geben lassen, habe das über, hab am Mist drüber laufen lassen und habe ihm dann eine ganz grobe Wegbeschreibung gegeben. Habe gesagt, ich bin der mysteriöse Fremde. Und ich habe dir das erzählt. Und ja, da ist noch ein Schiffswrack. Das, ja, wenn du dann auf Reisen gehst, weißt du zumindest ungefähr die Richtung. Ich habe es ihm so mit so ein paar Landmarken beschrieben einmal. Und wenn er dann auf Reisen geht, dann weiß er wenigstens so ein bisschen die Richtung und kann dann so ein bisschen in die Richtung gehen. Ob er es dann nochmal findet, ist ein relativ kleines Mesa, was er bei sich auf der Welt hat, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber das haben wir dann so gemacht, dass er wenigstens mal einen Anhaltspunkt hat. Weil wenn du das gern, also zum Bauen brauchst, ne, und so gar nicht weißt, wo du hin sollst, ist natürlich auch schon brutal, ne? Ja. Und ich weiß es aktuell hier auch nicht. Und halt wirklich viele Sachen. Ich habe ein Dorf gefunden. Echt? Und was ist das? Ja, ja. Natürlich ist es jetzt auch nicht die größte Seltenheit der Welt. Und hier ist noch ein Schiffswrack direkt unter mir. Ist auch nicht sehr tief. Es sind halt wirklich viele Sachen, die im Creative selbstverständlich sind, die du im Survival wirklich schwer bekommst. Ja, ja, ja. Das ist eben das Geile dabei. Wo ist es denn? Wo ist denn die fucking Kiste? Wo ist die Kiste? Hier ist doch was Luft drin, aber war da keine Kiste? Ich habe jetzt Angst vor mir trinken wieder. Ich war ja so mutig geworden. Das Dorf ist aber hübsch. Guck mal, wie süß. Nochmal bitte. Das muss doch, da muss doch irgendwo eine Kiste sein. Keine Panik, Kumpel, keine Panik. Hier ist sie doch. Aha, eine Schatzkarte. Und zwar Schatzkarte Nummer 2. Juhu! Ich brauch die Feder nicht. Ich brauch die Feder nicht. Ich habe eine neue Schatzkarte gefunden. Die gucke ich mir gleich mal an. Wahrscheinlich muss ich jetzt erstmal so den Dorfbewohnern ein Riesenloch in ihre. In ihr Dorf reißen, weil gerade da der Schatz den zeigt. Ich habe ja schon 2 Schatzkarten. Oh! Direkt hier! Sehr cool. 2 Schatzkarten habe ich ja schon im Lager hängen. Hast du vielleicht gesehen vor dem letzten Mal? Na, hier bin ich direkt richtig. Ist ja krass. Das hat sich ja gelohnt, in das Wrack zu gehen. Ja. Ich wollte diesen See da hinten sehen. Oder ist das kein See? Doch, das ist ein See. Und Wölfe! Hier sind Wölfe! Ich habe keine Knochen dabei. Nicht, dass ich nicht genug Hunde hätte, aber das ist gut zu. Ach, wir haben ja bei uns auch Wölfe. Das war jetzt irgendwie eine etwas übersteigerte Reaktion. In Anbetracht dessen, dass ich ja schon Hund habe. Hab Muckefuck vergessen. Aktuell ist das letzte Jahr aus Sicht von Kumpel mal zur Abwechslung und ja aus Sicht von Muckefuck.
weil der ja nicht seetauglich ist. Ich habe keine Werkbank dabei und keine Schaufel. Es tut mir so leid. Vergebt mir das. Ich baue es mit der Karte ab. Guck. Nee, ich nehme lieber ein Brot. Das ist ein altes Luzi-Brot. Das lag jetzt lange im Schrank. Gardiert. Oh, da ist er schon. Ey, Leute, wir haben den Schatz gefunden, ohne die ganze Landschaft zu verwüsten. Das ist ja auch... Oh, noch ein Herz des Meeres. Und 1, 2, 3 Diamanten. Crazy shit. Crazy shit. Und 2 Dynamit. Und ganz viele Eisenbarren, 1 Goldbarren und ein paar gebratene Fische, die wahrscheinlich noch älter sind als das Luzi-Brot. Ja. Ah, 3 Diamanten. War gut. Hat sich gelohnt. Und vor allem noch ein Herz des Meeres. Ich habe jetzt nicht nur Doppelherz des Meeres, ich habe jetzt Dribbelherz des Meeres. Japp. Dribbelherz des Meeres. Ich besuche jetzt noch das Dorf. Oh, ist das schön. Das ist ein Fichtendorf am Meer. So richtig krass. Ich möchte fast umziehen. Wahrscheinlich komme ich jetzt an Land und das ist ein Zombie-Dorf. Wir reißen jetzt mal alles schnell weg und bauen es um. Nee, das nicht. Wieso, nee, ist kein Zombie-Dorf. Ja, gibt's. Was ist denn? Die haben keine Türen und sind, also wirklich von der Map-Generation her, haben keine Türen und sind halt mit Villager-Zombies voll gespawnt. Die bleiben da halt auch. Das muss dann halt freiräumen. Du kannst das beziehen, theoretisch, aber ja. Gibt's hier eine Schmiede? Da sind ja auch manchmal kleine Schätze. Schmiede. Hallo, Herr Dörfler. Guten Tag, Bablimba. Die sprechen hier aber die Sprache wie unsere Villager. Die haben keinen anderen Dialekt. Die sprechen auch Babelimbabeloisch. Musst du dann aber machen hier in der 1.14. Da muss jeder Villager-Art dann einen eigenen Dialekt bekommen. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Das weiß ich nicht, ob das umsetzbar ist. Ich habe nicht den Anspruch, glaube ich, ein Modder zu werden. ja. Nee, das Dorf ist sehr hübsch. Irgendwie. Ich mag's. Hat eine schöne Atmosphäre. Mit dieser Seelage, aber sie haben auch keinen Schmied. Im Gegensatz zu meinem Dorf aber eine Kirche. Mein Dorf hat eigentlich gar nichts, ne? Das ist eigentlich ein Kümmerling. Ist ein Witz, oder? So springt doch keiner, Delfin. Die springen hier in Zeitlupe. Da bin ich in der Zeit, weiß ich nicht, mit dem Boot 30 Kilometer gefahren, da hängt der immer noch in der Luft. Aber trotzdem, das ist echt ein Reiz, also echt zwiebel. Also die Meere sind also wirklich schön echt geworden. Ja, die Meere sind schön geworden. Aber sowas. Also wenn ich mir das angucke im Vergleich zu vorher. Ach so, ich wollte meine Karte noch sauber aufklären. Mist. Ich muss nochmal zurück, es tut vorher mir so waren leid. Meere ja, einfach nur mit Wasser gefüllte Becken, innen drin hässliche Steine und Kies und haufenweise Tintenfische. Ja, vor allem die Tintenfische, das nervt mich so ein bisschen, dass die mit der 1.13 immer noch in Flüssen spawnen. Also ich finde, mit den Monstern ist es ein bisschen übertrieben mit dem Spawning. Vor allem auch am Tag, ja, also wenn die in der Nacht unter Wasser spawnen würden, ja okay. Oder ja, nee, die sind halt, das sind Ertrunkene, ne? Das ist schon okay. Also ich finde, also es sind zu viele. Ja, ich fand jetzt hier die heute mit diesen Trident-Attacken, das ist ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Also das hatte ich so auch noch nicht, weil normalerweise bin ich mit denen immer sehr gut klargekommen. Ich hatte, was heißt normalerweise, so viel Erfahrung habe ich mit denen ja gar nicht. Aber ich hatte mit Würxel ja mal 2 Stunden 1.13 irgendwie am Anfang gespielt, einfach so für uns. Und wir sind da recht gut zurechtgekommen, kann ich nicht anders sagen. War okay. Und auch jetzt bisher kam ich im Let's Play auch immer recht gut damit zurecht. Nur heute jetzt mit diesen Dreadents, 2-mal nacheinander, jedes Mal wieder so ein Typ mit dem Dreadent da, das ist fucking Bullshit. Das kann ich jetzt nicht sagen. Da machst du ein langes Gesicht, ne? Weil du kannst da nicht, der ballert dich so konsequent runter und ich fände es gut, wenn die Dreadents irgendwann verbraucht dann wären oder so. Ne? Also zumindest für die Monster. Für mich nicht, aber für die Monster. Ich habe nicht mal einen bekommen, da hinten brennt's. Also meine Papageien sitzen jetzt im Turm. Also ist gut, hier hinten brennt der Dschungel. Oh nein. Das macht nichts, ich erkunde getan. Noch. Hast du getan? Ich habe den Schank geladen, wahrscheinlich ist da irgendwo ein Lava... Doch, ich habe den Schank geladen, da ist wahrscheinlich irgendwo ein Lavabecken. Eine heiße Quelle.
Wir sind aber keine Papageien, ne? Sie haben völlig andere Dschungel hier. So. Ja, ich finde es echt schade, dass wir die Let's Play-Welt nicht immer auch online lassen können. Aber es lässt sich halt auch nicht darstellen. Ja, da brennt. Aber das ist ein Lavabecken gewesen. Das hat alles angezündet. Alles gut. Ja. Also das lässt sich einfach nicht darstellen. Es müsste ja jemand bezahlen, wenn wir jetzt einen zweiten Server aufsetzen. Und so switchen wir halt. Das geht. Weil die Bucket-Installation davon nicht betroffen ist. Die ist dann halt mal kurz offline. Und währenddessen ist dann die Default-Installation online. Das geht sehr gut mit Nitrado. Ist übrigens keine Werbung. Ich bezahle das selbst, Nitrado. Also insofern, oder wir bezahlen das selbst, sagen wir es so. Wo war denn jetzt mein Boot? Da. Es hat sich halt irgendwie so ergeben, dass wir bei Nitrado gelandet sind. Ich bin auch tatsächlich nicht unzufrieden mit Nitrado. Das kann ich jetzt nicht behaupten. Es gab schon mal Schwierigkeiten hier und da, aber meistens haben sie auch ganz gut wieder hingekriegt. Gibt Schlimmeres. Ist halt prepaid. Aber wir bezahlen halt aus Kostengründen dann auch immer ein Jahr im Voraus. Also ein Jahr ist immer bezahlt. Da sparst du eine Menge Geld. Ja, cooles Dorf. Echt cooles Dorf. Da können wir nochmal gucken. Ich kenne unseren Kurs jetzt gerade nicht, aber wir gucken so lang Dorf. Das sieht schon nice aus. Aus der Entfernung auch. Da oben ist hier so ein Atom. Oh, wie ist das? Also? Wie Pew. Ist ja irgendwo ein Delphi. Orakel von Delphi, bist du da? Was ist denn hier unter mir? Achso, okay. Was ist das da vorne? Ein riesen Erdnase. Ein Decken in Minecraft ist halt auch doch schon schön, ne? Wobei es natürlich mit Biom so blendig schöner wäre. Das war schon aufregend mit Life in the Woods, was das angeht, ne? Also, kann ich nicht anders sagen. Übrigens, die Life in the Woods Serverinstallation ist auch noch da. Falls wir irgendwann mal Lust haben, dass Minecraft. Oh, ich habe einen Roofed Forest gefunden. Aber da hatten wir irgendwann schon mal. Schwarzeichen haben wir ja jedenfalls, ne? Die Riesenpilze, die brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Glaube ich. Okay, jetzt ist das Meer dann doch zu Ende. Kann es sein, dass der Server gerade irgendwie langsam ist? Ja, es kann sein, weil ich neue Dings generiere. Ich bin ja in neuen Biomen. Also in neuen Regionen. Okay, weil ich gehe da noch ein Stück in die. Irgendwie ist es hier gerade sehr langsam. Oder? Das, wie gesagt, das kann sein. Ich bewege mich ja und generiere. Und ich habe das Gefühl, es liegt in der 13. Also ich esse gerade. Aber ja. Verliere keine Nahrung, kriege auch kein neues Leben dazu. Okay. Auch die Technik im Tor verhält sich sehr, sehr langsam. Wow! Okay, jetzt bin ich das erste Mal in ein Loch gefallen, es war ein Wasserloch. Brennt denn nicht? Also, das ist gerade etwas komisch. Das liegt wahrscheinlich an dem Abstand zwischen uns beiden. Das gibt es ja öfter mal bei Minecraft-Servern. Ja, ich bin jetzt hier, ich habe jetzt so einen Roof Forest gefunden halt, ne? Da kannst du halt in jedem Baum mit dem Creeper rechnen. Immer wieder gemütlich, die Orte hier. Aber ich wollte nochmal gucken kurz. Das heißt, ab hier kann man wieder auf dem Landweg weiterreisen. Ist das da oben? Was ist das? Das sind Schafe. Ach, verdammt. Mäh, ja, ich weiß. Selber mäh. Ah, ja. Schön. Ist schon dunkel wie ein Bären. Bärengesäß. Wie auch immer, Bär. Irgendwas mit Bär. Aktuell generiere ich, glaube ich, keine neuen Biome. Weiß nicht, besser geworden wieder. Ich teste es gerade. Nein, ist nicht besser geworden. Na gut, das ist schade. Dann komme ich jetzt zurück. Na, einsteigen. Leben verliere ich, aber Neues hinzukommt nicht. Jetzt geht's. Ja, okay. Ich fahre jetzt wieder zurück. Aktuell bin ich in geladenen Chunks, also in generierten Chunks. Das ist so ein Problem von den Servern oft, dass eben die Weltgeneration hat da eben für die anderen Spieler durchaus Auswirkungen. Das merkst du jetzt nicht, wenn du irgendwie so den Freebuild-Server von der Redaktion Holtex, creativeempire.de, ne? Ich glaube, zum Beispiel hast, da ist die ganze Welt ja generiert, ne?
Also das ist ja nicht so, dass einer loszieht und Chunks generiert. Die sind da, die werden dann nur geladen und nicht generiert. Also es ist ein Unterschied von der Systemlast her. Tatsächlich. Und das führt dann eben, ja, da führt dann das so zu sowas. Ne? Ich mache hier mal einen kleinen Schlanker, doch mal kurz, ganz kurz. Ich muss nur einmal noch gucken. Einmal noch. Lass mich noch einmal gucken. Ich lade jetzt noch ein paar Chunks. Oh, hier ist das Wasser. Ja, das Meer sieht echt viel besser aus. Das kann man ja anders sagen. Ich habe Eisberge gefunden. Eisberge sind das nutzloseste Biom ever. Das ist ein eigenes Biom? Ich finde, ja, also es ist ein Teil, es ist, ich habe noch nie F3 gedrückt. In Minecraft Let's Play, ich drücke es gleich einmal, um zu gucken. Nicht, weil ich jetzt irgendwelche wichtigen Sachen, ich wollte nur den Namen von dem Biom haben. Das ist irgendein Ozeanbiom, klar. Das Eis ist auch jetzt nichts Besonderes, ne? Ah, hier steht ein Eisbär vor meiner Nase, oh fuck. Der erste Eisbär im Survival. Das Biom, wo steht's denn? Deep Frozen Ocean nennt sich das Biom. Da greift der Eisbär mich an? Eisbär? Hallo? Sind Eisbären... Bist du böse zu mir? Wenn ich jetzt aussteige, muss man ja mal wissen, ne? Ich habe ja keine Ahnung von Eisbären. Also ich mache mein Boot ein bisschen weg. Im Zweifel schwimme ich lieber zum Boot zurück. Ich muss jetzt mal den Eisbären erforschen. Das ist wahrscheinlich keine gute Idee. Hallo? Hallo? Bist du lieb? Bist du ein passiv lieber Mob oder bist du direkt böse? Ich schubse dich von hinten, weil ich mich von der anderen Seite nicht traue. Hallo? Ah, er rutscht auch. Man die ins Wasser schubsen. Hui! Ups. Ja, genau. Na? Ne, die sind lieb. Also der Groschi hat ja mal, ist ja mal von Eisbär gejagt worden. Nachdem er das Baby gehauen hat. Das ist nur ein Eisbär. Ach, hier gibt's Eisbären. Seit wann gibt's denn Eisbären in dem Biom hier? Die waren doch früher völlig tot und leer, aber sind trotzdem sinnlos. Da gibt's sonst nichts, außer diesem komischen Eis hier. Das kann ich nicht abbauen, glaube ich, ne? Oder? Was kriegt man da raus? Nix, oder wie? Ja, nix ist wenig. Das ist echt wenig. Was ist denn das nochmal für ein Eis? Ah, das gucke ich jetzt nicht. Schlafenszeit. Ich schlafe jetzt zwischen Eisbären. Okay. Komm her. Ja, komm her, Dicker. Mir ist kalt hier. Leg dich doch mal auf meinen Bauch. Komm. Bin im Bett. Im Eisbärenbiom. Ja. Eisbärenbiom. Ich bin auch im Bett. Ich glaube, die Reisefolgen hier, die werde ich irgendwie die Taktrate von den Releases oder so erhöhen müssen. Oder wir machen extra lange Folgen. Wir sind ja schon wieder eine Stunde 30 hier zugange. Ich wollte gar nicht so lange, aber es macht halt auch echt Spaß. Man merkt es, also wenn ich zum Beispiel an der Kirche baue, da kann ich manchmal nicht so lange. Ne? Das ist so Konzentration und Überlegen und Krampf. Und da kann man nicht immer so lange aufnehmen tatsächlich. Und wenn man hier so auf Reisen ist, also da geht es so Zeit weg. Und Minecraft macht dann auch so richtig Spaß. Das muss ich auch sagen. Ich meine, die Abwechslung macht es halt auch, ne? Minecraft ist schon eigentlich, ich glaube, Minecraft ist schon so das beste Spiel der Welt. Es ist nicht das schönste Spiel der Welt, es ist nicht das einfachste Spiel der Welt, es ist nicht das schwerste Spiel der Welt, es ist vieles nicht. Aber ich glaube, es ist so die Gesamtkombi, wenn man ein Ziel hat, ne, und sagt, okay, ich möchte dieses Dorf mittelalterlich ausbauen und ich möchte ins Ende und ich möchte dies und jenes, dann hast du so viel zu tun. Hier unten liegt noch ein Schiffswrack, geil. Dass du irgendwie eigentlich, du kannst das eigentlich jahrelang spielen. Ja. Ne? Auf einer Welt nur. Und du kannst aber ja auch Millionen Welten im Grunde generieren. Ich mache das ja ständig für die Seeds-Videos. Oh, ich habe ein Ozeanmonument gefunden und ich will hier nicht sein. Ich will hier nicht sein. Oh. Okay, ich habe ein Piccolo oben in der Ecke eingeblendet. Das ist kein gutes Zeichen. Ich weiß gerade nicht, was es bedeutet. Aber ich habe ein Piccolo oben in der Ecke. Ich wäre jetzt fast einfach so über ein Ozeanmonument drüber gefahren und hatte eben einen Wächter kurz bei mir im Boot sitzen. Da bin ich nicht bereit für gerade. Nein. Ozeanmonument will ich jetzt nicht. Vielen Dank, Spiel, dass du mir das an. Da unten ist eine Zombie. Versammlung. Kann man die irgendwie sehen besser? Wie komme ich da so hin, dass man die sieht? Da. Meeting. Warte.
So, jetzt vielleicht. Meeting. Ach, guck mal. Kann ich das aufsammeln von hier? Da kommt da was hochgepoppert. Oder? Kommt das nicht hoch? Das sind Delfine. Die sind lieb. Die sind lieb. Lüpp, lüpp. Na, ihr Delfine. Ich liebe euch. Oh, ein Schiffswrack. Ein oben schwimmendes. Juhu. Was sind das da hinten? Warum fliegen denn jetzt hier? Warum fliegen denn jetzt? Ja, wieder zurück ins Wasser mit euch. Ihr habt hier draußen nichts verloren. Ich hatte fliegende Fische. Hier sind wieder Schildkröten. Ich hätte so gerne mal Schildkröteneier in irgendeiner Art und Weise. Na gut. So gut. Ich kann hier anlegen. Direkt auf dem Schiff kann ich anlegen. Das ist auch mal nett. Was machst du Schönes? Ich bin gerade beim Turm zugange. Ah, cool. Der ist ja auch noch nicht so ganz fertig. Ich würde da gerne reinschwimmen. Spiel, lass mich schwimmen. Schwimmen. Das ist nicht tief genug, ne? Sehe ich es richtig? Ich mache das Schiff kaputt. Ach, jetzt schwimme ich. Ja, leck mich doch. Warum kann ich das denn nicht abbauen? Ich habe ja auch gerade ein bisschen Probleme. Ah, ich weiß, was du meintest. Mir wird's bewusst. Was? Ja, ich hau hier auf einem Holzblock rum, ich kann ihn aber nicht weghauen. Ja. Ja, ja. Das scheint ein Serverleck zu sein, ein großes. Dem scheint wohl so. Beziehungsweise kommt er mit der Entfernung sich uns wahrscheinlich nicht klar. Ich kann nämlich auch nicht mehr schwimmen, deshalb komme ich hier in die Kiste. Ich kann auch das Holz nicht weghauen. Scheiße. Schade. Mensch, schade. Sehr schade. Kann man vielleicht anders da rein? Nö. Ich kann auch nichts an dem Schiff kaputt machen. Beruhig dich wieder, Server. Komm, Server. Das hier ist der Truppenmeister. Sieh mal einen an. So ein Truppenholz-Deck. Ich kann nichts abbauen. Disconnecte und connecte ich jetzt kurz oder was mache ich? Ich will doch nur an die Kiste dran. Verdammt. Und schwimmen kann ich auch nicht, das Wasser nicht tief genug. Da kann ich auch nichts abbauen. Das ist zu kurz. Da siehst du, da hätte ich eine Tür gehabt, da hätte ich nicht ertrinken müssen. Ah, ich habe nur eine Schatzkarte gefunden. Also da steht was von und zwei Bücher. Ich bin voll, nein. Ich ertrinke hier. Gleich, wenn ich hier weitermache mit meinem Schmuck. Atme. Hier hätte ich, das hätte mich vom Ertrinken bewahrt. Ich war so blöd, Freund. So blöd. Jetzt muss ich mir erstmal die andere Schatzkarte angucken. An die Kisten komme ich zumindest. Ich kann sie öffnen, wenn ich an die Kisten drankomme. Ist das jetzt eine neue? 3, 2. Ach, ich habe die nochmal gefunden. Na super. Die 2 habe ich nämlich schon, oder? Oder ist das... Warte. Nee, doch nicht. Ach, guck mal. Ich habe schon wieder einen Schatz gefunden. Jetzt kann ich den wahrscheinlich nicht abbauen. Es sei denn... Bin mir nicht sicher, ob es nicht dann gut wäre, wenn, falls es jetzt hier nicht geht, dass du einmal kurz disconnectest. Ich mal disconnecte? Aber, ja, noch nicht. Ich habe deinen Schatz noch nicht angepeilt. Wenn so einmal kurz raus und rein, vielleicht hilft es schon, dass ich hier, wenn du mal rausgehst für einen kurzen Augenblick, dass ich... Ich habe nichts zum Abbauen dabei. Ich habe auch keine Türen hier. Sag, wenn ich gehen soll. Nee, ich weiß auch gar nicht, ob ich abbauen kann gerade. Nee, ich kann nicht abbauen. Probier das bitte einmal. Also es geht gar nichts, ne? Jetzt disconnecte ich auch einmal kurz. So. Wieder drauf. Nö. Will nicht. Okay. Also diesen Schatz müssen wir später suchen gehen. Das ist natürlich schade. Was ist nervig? Ist das nervig? Feuerzeug habe ich auch nicht, um das TNT zu entzünden.
Ne, ich hab nichts, glaube ich, zum TNT anzünden. Wie ging der nochmal vor? Brauche ich Flintstone? Ich kann aber. Ne, es geht hier gar nichts. Wie ätzend. Na gut. Weißt du was? Auch wenn ich hier am A der Ella bin, würde ich sagen, wir verabschieden uns dann an der Stelle. Ja. Auch wenn ich dann auch erst noch nach Hause muss, wenn wir das nächste Mal aufnehmen. Aber das macht ja so keinen Sinn. Das ist schade. Ja, ja. Das Boot konnte ich abbauen. Immerhin. Boot ging. Aber der Server beruhigt sich aktuell auch nicht. Nee, das macht keinen Sinn so. Naja, nächstes Mal geht's. Ich stelle mich jetzt hier um. Ja. Ja, ja, genau. Ich bin jetzt hier in meiner Badewanne Kapitän. Ich bin. Warte mal, von hier sieht es noch gut aus. So. Ich bin Kapitän. Ich fahre über das große, weite Meer und. Schiff versenkt. Angelandet. Er steht hier gerade auf dem Achterdeck, weißt du? Ist ganz geil. Jedenfalls schön, dass du dabei warst. Schön, dass wir Vögel haben. Ja, es war dass wir sehr erfolgreich der Tag, würde ich mal sagen. Ja, 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 genau, genau. Also, dass wir einen Vogel hatten, das war ja schon bekannt, aber dass wir auch Vögel haben, das ist neu. Ja, ja. Ja. Finde ich geil. Und ich bin seit langem das erste Mal wieder gestorben. Ah, shit happens. Kann ich mitleben. Und das, ich ärgere mich nur drüber, dass ich nicht einfach in die Tür reingeschwommen bin. Das war so blöd. Einfach da reinstellen, atmen. Alles gut. Es sei denn, es war da keine Tür. Sehe ich in der Videobearbeitung. Ich werde es wissen. Ja, besucht auch mal Romanes Kanal, die MindWorldGamers. Ja. Und natürlich uns wie immer auf Twitter, auf Facebook, auf Patreon oder was sonst so anfällt. Da gibt's immer irgendwelches Zeug. Und auch mal in den Community-Tab reingucken von YouTube. Muss man ja ab und zu auch nochmal sagen, wer das nicht weiß. Da gibt's auch ganz viele Sachen. Ganz viel Zeug auch zum TP. Alles gut. Vielleicht tausche ich auch einfach das hier mit dem, den Zaun hier mit dem Birkenholz. Ich überlege mir das. Gut. Danke, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Danke, dass du zugeschaut hast, lieber Zuschauer. Und wir sind raus. Aus. So, weiter. Tschüss. Oh, ich winke mit dem Kompass.